Nehmen wir mit. Feuerholz brauchen wir immer. Generell brauchen wir das alles immer. Und da hinten neben dem Schiff sehe ich Blubberblasen auf der Wasseroberfläche. Das heißt, da müsste irgendwas drinne liegen im Wasser, was man aufsammeln könnte. Ich will jetzt natürlich aber nicht im Dunkeln tauchen, weil man sieht A, überhaupt nichts. Und B, ist es mir zu heilreich hier. Und hier sind wirklich keine Schweinchens. Ich wollte auch gerade sagen, die Fledermäuse sind auch weg, aber da sehe ich welche fliegen. Ich würde ja wirklich noch ein paar Pfeile craften, aber die sind so unglaublich teuer, wirklich unglaublich teuer. Und wenn man damit in die Luft ballert, dann kommen die auch nicht mehr runter, ne? Die fliegen dann irgendwo hin ins Nirvana und da bleiben sie auch. Es macht Sinn, wenn man auf Schweine schießt, aber die kann man auch so wegmachen. Vorausgesetzt, man findet natürlich welche. Weil irgendwie sind ja keine mehr. Selbst die Fikusbäume wachsen nach, kann das sein? Das ist ja nice. Das heißt, man ist nicht irgendwann mal am Arsch, weil man sämtliche Inseln rundherum abgegrast hat, sondern es wächst hier einfach nach. Natürlich auch relativ unrealistisch, weil in der Geschwindigkeit, wie die nachwachsen, ist es natürlich nicht möglich. Und selbst die Kokosnüsse wachsen nach. Schau mal an. Dann sollte ich vielleicht keine Kokos, also keine Palmen mehr fällen. Aber ich brauche Holz, also bleibt mir nichts anderes übrig. So, hier sind keine Kokosnüsse dran, die hauen wir jetzt mal um. Wir müssen irgendwie die Nacht überbrücken, bevor wir irgendwie lostingeln können. Damals war es ja wirklich nur möglich, über Kokosnüsse Nahrung zu sich zu nehmen. Waren auch eine gute Trinkquelle an Wasser. Und das andere war dann halt Kartoffeln und Haie. Und Haie war immer sehr... und Fische. Und Krabben. Aber was halt so richtig was gebracht hat, waren halt die Haie-Steaks. Hast du dir eins reingepfiffen und hast erstmal gut die Hälfte deines Hungergefühls gestillt. Dafür musstest du auch mit dem Speer im Wasser rumschwimmen und das Vieh umhauen. So, kommt her hier! Ich glaube, Fledermäuse kann man bis dato noch nicht essen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich in Wirklichkeit eine Fledermaus essen würde. Das wäre, glaube ich, nicht so meins. So. Huch. Die müssen wir noch kloppen. Zack. Zack. Ich könnte natürlich, mir fällt auch ein, ich könnte einfach auch schlafen, ne? Dann hätte ich die Nacht auch überbrückt. Ganz easy peasy, wie spät ist es? Aber dann mache ich erstmal... Trinke ich nochmal was? Dafür brauche ich einen leeren Eimer. Und dann gehen wir mal schnell schlafen. Feuer lassen wir an, was soll schon passieren, außer dass die Bude abbrennt. Erstmal speichern wir. Und dann schlafen wir. So. Da wären wir wieder. Das Feuer ist aus natürlich, aber wir haben ein bisschen was. Das ist natürlich auch eine nice Methode. Einfach über Nacht das Zeug brennen lassen und dann hat man Wasser.
Es ist. Wahrscheinlich ist der. Ne, das Feuer ist aus und ich kann nicht springen. Und der Eimer ist auch leer, ne? Leider kann ich nichts über den folgenden Content sagen. Also die haben. Die Macher haben natürlich so eine kleine. Ich sag mal so Seite. Also sie geben immer so ein bisschen an, was sie noch implementieren wollen. Aber so richtig rausrücken, damit tun sie natürlich erst, wenn sie es reingepackt haben in das Spiel. Und das gibt ihnen natürlich dann die Möglichkeit, ein bisschen freier zu programmieren und so. Was ich verstehen kann. So, eins, zwei. Ich habe aber hier das Gefühl, ich muss trotzdem immer das Ding laufen lassen. Also immer anzünden. Weil ansonsten habe ich das Problem irgendwann, dass ich kein Wasser mehr für die Pflanzen habe. Ich habe mir natürlich einen riesigen Garten angelegt. Das macht man natürlich offensichtlich, wenn man irgendwo strandet. Dann baut man erstmal einen schönen Garten auf. Und ein Haus. Logisch. Also ein Haus von diesen Dimensionen, wie ich das jetzt habe. Wer die alten Gameplays kennt, der weiß, wie das ausarten kann. So zwei, drei Stockwerke. Und habe ich jetzt eigentlich Health regeneriert? Natürlich nicht. Ich habe selber wieder Durst. Aber ich nehme das Wasser mal zum Gießen. Weil das ist wichtiger. Ich kann nämlich auch leer! Verdammt. Ich kann nämlich auch aus Kokosnüssen saufen. Was ich auch gleich mal tun werde, glaube ich. Erstmal knacke ich hier eine. Zack. Wichtig ist auch, die Kokosnüsse immer gleich aufzuessen, weil sie in den neuesten Updates jetzt auch anfangen zu schimmeln. Was natürlich sehr unschön ist. So, was brauche ich denn nicht? Die Kokosnüsse nehme ich jetzt gleich mal auseinander. Ich nehme mal das Messer. Weil die Axt kann ich noch später für Bäume fällen gebrauchen. Die Spielstände sind nach den Updates größtenteils immer spielbar. Es sei denn, sie machen einen großen Content-Wechsel. Beziehungsweise, wie sie es gemacht hatten, von einer Grafik-Engine auf die andere. Dann sollte man ein neues Spiel beginnen. Weil dann auch irgendwann die Spielstände buggy werden. Also dann werden irgendwelche Texturen, also irgendwelche gebauten Sachen nicht mehr geladen, etc. pp. Aber ich will jetzt hier nochmal schnell. Die hält noch eine Weile durch. Schnell nochmal dahinter gehen zum Boot. Und dann nochmal neben dem Schiff gucken. Also bei den Spielständen ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich die neue Engine spiele. Da ist eine Möwe. Verdammt, ich bin zu langsam. Ich habe gedacht, vielleicht erwische ich sie, wenn ich mich ranschleiche. Nee, und nach diesem großen Update von einer Grafik-Engine auf die andere haben sie definitiv gesagt, bitte legt einen neuen Spielstand an. Und weil ansonsten das nicht mehr funktioniert. Also von einer Grafik-Engine auf die andere, das buggt total rum. Warum sind denn hier eigentlich keine Krabben mehr? Ist das buggy? Eigentlich müssten hier immer an jedem Strand Krabben rumlaufen. Und was man hier jetzt auch zum Beispiel sieht, wenn irgendwas geladen werden muss, ist das auch immer sehr hakelig. Und wenn man ein riesiges Haus baut, dann ist das natürlich nicht sehr förderlich für die Performance. Ich hatte letztens auch einen Bluescreen wegen Memory Management. Oh, eine Kiste mit einer Kiste drin. Und zweimal Kompass. Geil. Wichtig im Umgucken. Und hier liegt sogar ein Schiff, ein Flugzeug mit drin. Das ist ja lustig. Ich hätte auch in der alten Version mal ein Flugzeug gefunden. Menschen Fuel Tank. Noch einer.
Und ist natürlich genau, da ist schon eine Koralle rausgewachsen scheinbar. Oh. Und die Musik deutet an, dass wir Besuch haben. Ich erschrecke mich übrigens meistens zu Tode, wenn ein scheiß Hai vor mir auftaucht. Wollte ich nur mal vorwarnen. Verdammt. Ich hätte sie erwischt, ich schwöre. Da hinten sitzt die nächste. Die wusste, dass ich sie jagen will. Sie ist gleich weggeflogen. So, jetzt habe ich hier einen Fuel Tank. Und nochmals. Jetzt habe ich drei Kompass-Dinger. Die treibt gut. Jawohl, auch das spawnt. Das ist ja geil. Also, das gefällt mir schon Mörder. Dass das immer nachspawnt. Oh, ein Stein. Meine Güte, es ist ja wie Weihnachten heute. Ja, Kartengenerierung. Niemand spielt dieselbe Karte. Das war damals so. Aber jetzt haben sie es eingebaut, wenn man das Spiel jetzt anfängt zu spielen, gibt es einen Map Generator. Jedes Mal, wenn man ein neues Spiel startet, man kann jedes Mal entweder so eine neue Karte generieren lassen und keine Karte gleicht der anderen. Zitat Entwickler Ende. Und ich glaube auch wirklich, dass es so ist. Also man spielt einfach nie dieselbe Karte. Das wird nicht passieren. Man kann sich halt immer neue erstellen lassen und dann easy peasy hat man immer was anderes. Ich weiß auch nicht, ob es die Ölplattform noch gibt. Da bin ich auch überfragt, wenn ich ehrlich bin. Damals gab es Ölplattformen, wo ein bisschen mehr Content auch war. Ich habe jetzt Bock, meinen Speer auf die Viecher zu werfen. Und ja. Jetzt bauen wir uns erstmal so ein Dingens. Craft. Na, wenn das nicht mal, wenn das nicht mal sicherer aussieht, dann weiß ich auch nicht. Hopp. Hoppala. Ja, wo war ich gerade? Ich habe vergessen, wo ich war. Schön. Demenz lässt grüßen. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch ein Segel, ne? Ach, verdammt. Da brauchen wir Stoff für. Hier bräuchten wir nur ein Lashing. Für den Motor fehlt uns noch Propeller, Engine und Engine Pump. Aber das können wir machen, da müssen wir noch ein paar Lashings sammeln. Und dann haben wir schön ein geileres Fortbewegungsmittel. Hab gelesen von meinem super Informanten, dass mit einem Segel man logischerweise schneller segelt. Und also schneller fährt. Mit einem Segel schneller segelt ist natürlich logisch. Was laber ich hier für Grütze? So. Ja, da kann der somalische Pirat auf die See hinaus. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon da gewesen wäre. Aber es soll wohl schneller gehen als mit dem normalen Ruderboot. Also mit dem normalen Boot, was man da hat. Dieses Rettungsfloß. Oh, hier. Ist fertig. Was sagt denn unser Durst? Ich werde nämlich Folgendes machen, ich nehme den einen Eimer einfach mit und hänge den Eimer ran. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt weiß ich nicht, welcher, der ist nämlich voll, ne? Ganz großartig. Das sollten sie nochmal überarbeiten. Weil dann weiß man immer nicht, welchen verdammten Eimer man in der Hand hat. Und nachher säuft man zum Beispiel Seewasser. Oder hat einen leeren Eimer in der Hand und trinkt gar nicht. So. Genau, es gibt hier mehrere, das gab es aber schon vorher, mehrere Bauteile, womit man sich einen Bootsmotor bauen kann. Und der ist unglaublich laut. In den Gameplays, da sind mir erstmal die Ohren zugefallen und wahrscheinlich auch den anderen, die zugeguckt haben. Man kann halt aus mehreren Komponenten, die man so findet, in Schiffen und sowas, sich einen eigenen Bootsmotor zusammenbauen, muss den aber auch immer mit Sprit betanken. Das sind halt diese Dinger hier. Diese Jerrycans, da ist immer eine Anzahl. Also, damals konnte man mal gucken.
zeigt es mir natürlich nicht an. Ich nehme mal was anderes in die Hand. Genau, da sieht man, er ist 100% voll. Und man kann ihn dann in den Motor hineinkippen, aber irgendwann geht einem auch der Sprit aus. Ne? Das ist immer so ein bisschen, bisschen scheiße. So, Woodstick, Driftwood wollte ich. Ich heize immer mit dem Driftwood. Weil wenn man damit baut, sieht das nicht so schön aus. Deswegen kann man das hier für sehr gut verwenden. So. Und dann machen wir hier mal Feuer an. Dann können wir nämlich mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Vorher speichere ich nochmal. Nichts ist wichtiger als speichern. So, ich habe ein Messer mit, ich habe eine Axt mit, ich habe ein Speer mit, ich habe was zu essen mit, ich habe den Eimer Wasser weggestellt, den wollte ich natürlich mitnehmen. Ich habe einen Kompass mit, 3 Stück sogar. Und Antibiotika. Antibiotika sind unglaublich wichtig, weil man kann im Wasser nämlich auch einen Seeigel, die man auf dem Grund nicht sieht, nicht wirklich, kann man da nämlich reinschwimmen und vergiftet sich. Ich habe einmal 2 Folgen lang gebraucht, um zu wissen, was mir passiert ist, bis ich das dann rausgefunden habe. Yay. Das sieht nicht so aus, als würde sich da viel Wind drin fangen. Aber gut, wir werden jetzt hier nicht kleinlich sein. Letztens war ich auf der Insel schon drüben gewesen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Richtung. Falsches Ding. Wir machen das mal so hier. Immerhin kann man es ziehen und es zieht sich merklich schwerer als das andere Boot. Och, eine Segeltörn. Wie aufregend. Warum liegt hier eine Kokosnuss? Die habe ich wahrscheinlich irgendwann mal durch die Gegend geschmissen. Ich habe mir nicht angewöhnt, verschimmeltes Essen durch die Gegend zu werfen. Ja, das sind die Kokosnüsse, die ich durch die Gegend geworfen habe. Und verschimmelte Kartoffeln. Oh, danke Black Block für den Follow. Ich sehe es jetzt gerade. Warum ist kein Ton? Ich verstehe es nicht. Normalerweise müsste auch ein Ton dazu abgespielt werden. So. Muss auch schon mal weiter ins Wasser als vorher. Angeblich soll es jetzt auch eine Ruderbewegung wieder geben. Aha, das ist vorne. Rudern wir mal zurück. Alter. Das Ding geht da wirklich ab wie Schmitz' Katze. Hui. Oh, Felsen. Ja. Ja, Flo, ich weiß auch nicht, warum gerade kein Follower-Sound kam. Gut, dass ich es im Stream noch gesehen habe. Ich habe vor allen Dingen mich bei Twitch Alerts eingeloggt, um zu gucken, ob alles eingestellt ist und da war alles in Ordnung. Ugh. Also hier wird man übrigens richtig seekrank auf dem Ding. Wie schnell ist denn das Ding mit Motor? Das ist ja so schon ordentlich schnell. Hui, oh, da wird er mir wirklich schlecht, ey. So, die Fische stacken auch ein bisschen und baggen durch die Gegend. Und da schaut doch ein Mast aus dem Wasser. Das sehe ich doch. Das geschulte Auge sieht sowas gleich. Das ist nicht nur sogar ein Mast, das sind mehrere Masten. Die Sonne geht unter. Das ist schlecht. Mir wird die beste Zeit ausgesucht, um zu reisen. Ich höre doch schon wieder. Toll. Hä? Hast du eine Schwanzflosse gesehen? Ah. Ich habe doch irgendwas gehört hinter mir. Ja, da ist er. Ihr habt ihn jetzt vielleicht nicht gesehen, aber da ist er.
Da ist er. Verdammt! Was? Was zum Teufel? Oh nein, 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 nein! Das darf doch nicht wahr sein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein! Was ist das für ein Scheißbug?